Hallo und herzlich willkommen bei Straight. Mein Name ist Gerald und heute zeige ich euch Schritt für Schritt die Grundlagen des Slacklinens. Gleich einmal ein Tipp vorweg, überspringt nicht die einzelnen Übungen, sondern geht erst zur nächsten Übung, wenn ihr die vorhergehende bereits sicher könnt. Bevor wir jetzt loslegen mit den Übungen, möchte ich euch noch ein paar Tipps geben zum Aufspannen der Slackline. Als Anfänger solltet ihr die Slackline auf einer Länge von 3 bis maximal 5 Meter aufspannen. Alles, was länger wird, wird dann nur unnötig schwer. Achtet darauf, dass die Slackline möglichst straff gespannt wird. Dann habt ihr auch die Auslenkung zur Seite bzw. das Pendeln besser im Griff. Von der Höhe her bleibt es mit der Slackline auf Kniehöhe. Denn wenn ihr zu tief seid, dann werdet ihr womöglich in der Mitte auf dem Boden stehen, wäre uncool. Oder wenn es zu hoch ist, dann werdet ihr Schwierigkeiten haben, damit ihr überhaupt auf die Slackline raufkommt. Von der Bandbreite her gibt es mehrere Stärken. Für Anfänger empfehle ich eine Bandbreite zwischen 3 und 4 cm zu verwenden. Vom Schuhwerk her, am besten ist es, ihr geht barfuß. Oder wenn es so kalt ist wie heute hat es nur ca. 4 Grad, dann verwendet Schuhe mit einer möglichst dünnen und flachen Sohle. Heute verwende ich zum Beispiel meine Barfußschuhe. Gut, das wär's soweit, dann legen wir mal los. Um zu starten, sollte man den Fuß gerade auf die Slackline stellen. Der Blick ist nach vor auf einen Fixpunkt am Ende der Slackline gerichtet. Das Aufsteigen sollte nicht kraftbetont, sondern schwungvoll erfolgen. Arme und Knie sind immer leicht gebeugt, denn je mehr Gelenke zum Ausbalancieren genutzt werden, desto leichter kann man sich am Band halten. Die Arme sollten sich dabei über Schulterhöhe befinden. Um auf der Slackline gehen zu können, sollte man mit dem linken und rechten Bein mindestens 5 Sekunden einbeinig stehen können. Wenn das gut funktioniert, kann es mit den ersten Schritten losgehen. Dazu verlagere ich mein Gewicht auf den vorderen Fuß, löse das hintere Bein und vor dem Aufsetzen taste ich mit den Zehen, wo sich die Slackline befindet. Wenn du dich dem Ende der Slackline näherst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du steigst runter und beginnst von vorne, oder du entscheidest dich für die halbe Drehung. Bei der halben Drehung setzt du beim letzten Schritt den hinteren Fuß quer auf die Line. Mit einer schnellen Drehung aus der Hüfte drehst du beide Füße in die andere Richtung und wechselst zeitgleich deinen Blick ans andere Ende der Slackline. Um deine Technik zu erweitern, kannst du auch verkehrt gehen. Hierbei ist das Tasten mit den Zehen besonders wichtig. Löse den vorderen Fuß und setze ihn rasch hinten auf. Für die Hocke wird der hintere Fuß auf den Zehenballen aufgesetzt und man begibt sich langsam nach unten, bis das Gesäß die Ferse berührt.